Willkommen mal wieder zurück zu New Super Mario Bros. DS. Ja, es ist jetzt schon echt eine ganze Weile her, wo ich das aufgenommen habe. Also ich habe es, glaube ich, schon das dritte Mal oder so. Das heißt, ich kenne das erste Level hier. Aber ja, jetzt habe ich erstmal eine Story gleich für den Anfang des Parts, weil, Alter. Also, ich habe ja, mein Mikrofon war ja kaputt, dann ging's wieder, ne? Dann habe ich gedacht, yo, als Livestream zur Feier halt, dass das neue Mikrofon endlich da ist und wir können wieder normal durchstarten. Gut, dann am Tag des Livestreams merke ich so, warum funktioniert mein Internet nicht mehr? Es wird doch angezeigt, ich bin verbunden und irgendwie so richtig komisch halt. Dann denke ich mir so, okay, probieren wir es mal aus. Habe ich es ausprobiert, ging nicht. Nichts. Ich konnte auf keine Seite mehr, ich konnte nur noch auf Google, YouTube und Wikipedia. Alles andere wurde nicht mehr geöffnet, also nicht geöffnet, sondern nicht geladen, weil die Server-IP nicht gefunden wurde. Da habe ich mir so, was machen wir jetzt? Haben wir es dann mit dem Internet von meiner Mutter, also die, wo über mir wohnt, verbunden? Ging auch nicht unten. Oh, ich habe die zwei Sachen schon, okay. Habe ich es damit probiert? Ging auch nicht. Hieß, okay, ein Tag lang erstmal so, jo, kannst du auf YouTube rumgucken, so in dem Sinn. Am Scheiß. Und ich wollte eigentlich scheiß Wetter sagen, aber ja, egal. Auf jeden Fall habe ich es dann weiter probiert. Wollte recherchieren, wie kann ich das lösen, dieses Problem, oder beheben, besser gesagt. Allerdings konnte ich nicht recherchieren, weil die Seiten sich noch nicht öffnen lassen. Super. Dann einen Tag rumprobiert, irgendwann den Laptop von meiner Mutter geschnappt und dann recherchiert, wie das ging, musste ich bei einem Eingabefeld einen bestimmten Befehl eingeben und so, damit es dann wieder ging. Ich würde sagen, wir gehen gleich hier runter. Und ja, Befehl eingegeben, Internet, geht jetzt wie, bin ich jetzt über meine Mutter drin, aktuell immer noch, mit WLAN, leider, ich hasse WLAN, LAN ist Waifu, sag ich nur, LAN ist Waifu. Und ja, haben wir es probiert. Ging alles wieder. Dann habe ich mir gedacht, so, yo, jetzt nehmen wir erstmal was auf, damit wir Dienstag wieder alles geregelt hinbekommen. Was passiert da jetzt wieder? Auf einmal kann ich nichts mehr aufnehmen. Nichts. Immer steht dann bei OBS, Codierung ist überlastet. Selbst bei Dingen, wo ich davor es nicht war. Da habe ich mir so, woran liegt das jetzt? Ne, immer alles probiert, Skalierung runter, alles. Alles gemacht. Hat nichts gefunkt. Nicht eine Sache. Natürlich war ich dann noch mehr, also demotivierter, weil, man muss sich mal vorstellen. Erst Mikrofon kaputt. Und, ich habe gewusst, dass ich mich jetzt treffen lasse. Also erst war das Mikrofon kaputt. Dann, warte, was kam danach? Genau, das Internet. Und jetzt der PC. Ich dachte, ich kotze gleich. Ne, weil es kann ja nicht sein, dass alles nacheinander hier kaputt geht oder nicht mehr meint, ja, ich mache es nicht mehr, weil ich es kann halt. Natürlich verzweifelt, demotiviert as fuck und ein bisschen Depri, muss ich auch sagen. Deswegen war ich auch einen Tag nämlich auf dem Discord oder so. Wenn jemand fragt, der es hier anschaut. Und ja, was machen wir jetzt? Einen Tag lang rumprobiert, wieder einmal. Den ganzen Dienstag lang, wo ich eigentlich hätte Videos bringen sollen, aber es nicht geschafft habe, weil der PC gemeint hat, nope, ich mache nichts. Und was machen wir jetzt so in dem Sinne? Und nein, ich bin nicht schon wieder in dieses Loch gefallen. Weil es ist so ein richtig gemeines, fieses Loch, wo einfach alles voller Stachypanzer ist. Nicht voller Stachypanzer, sondern unsichtbare Blöcke, wo man nicht mehr rauskommt. Und ich hoffe, die Piranha-Pflanze killt mich jetzt nicht. Okay. Vielleicht mal die Feuerblume nehmen. Hopp. Ups. Dankeschön. Und da haben wir es halt rumprobiert. Oh Gott. Zum Glück bin ich jetzt nicht ins Loch gefallen. Hilfe. Und was war am Ende? Da dachte ich mir so, warte mal. Was? Weil mein Zimmer ist ja ziemlich warm und da habe ich mir überlegt, weil ich kenne mich leider ein bisschen mit PCs kenne ich mich zwar aus, aber ist nicht auch nicht komplett. Da haben wir so überlegt. Könnte es sein, dass vielleicht mein Zimmer zu warm ist und dadurch dann die Leistung des PCs runtergedrückt wird? Habe ich das nachgeschaut, habe aber nichts dazu gefunden. Also, falls ihr was wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, weil das wäre auch wichtig für die Zukunft und so, ne? Machen wir das auch gleich auf. Und dann habe ich mal ein Video gefunden, wo ich so gesehen habe, ey, falls euer PC mal Leistung runterdrückt auf einmal, könnte es vielleicht sein, dass ihr den vielleicht nie gereinigt habt? Dachte ich mir so, habe ich den jemals gereinigt? Habe ich so überlegt? Und dann so nach 5 Minuten so,
Ich glaube nicht. Und dann haben wir den gereinigt natürlich. Also, wo ist denn den Lüfter und so? Weil, boah. Na, da, ich hätte davon ein Foto machen sollen, dann hätte ich es euch einblenden können. Aber, Alter, war der voll Dreck. Das war nicht mehr normal. Ich hab den nie sauber gemacht. Nie. Das hat man vielleicht dann auch gemerkt, dass der nicht sauber gemacht wurde. Noch nie. Also, weil die Hälfte des Filters war voller, ja gut, ne? Einfach Staub und Dreck. Aber naja, haben wir das jetzt sauber gemacht und es funktioniert zum Glück alles wieder. Meine Güte. Eine Aktion, aber ich mich wundert, wo die Starcoin ist. Weil es hat mich schon, weil ich habe es natürlich schon mal aufgenommen, das habe ich ja schon mal gesagt. Und da habe ich auch schon die erste Starcoin nicht gefunden. Und mich wundert es gerade, wo die ist. Starcoin! What the fuck? Es wundert mich jetzt wirklich, wo die ist. Aber allgemein, das Level ist eigentlich ganz cool. Also, okay, es passt zwar nicht ganz zur Gebirgswelt. Naja, im Hintergrund sieht man zwar ein paar Bergchen, aber das war's auch schon. Und nein! Ihr Asozialen! Wir sagen nicht, hier ist die Starcoin versteckt. Oh Gott, ja. Und, hey, wie soll ich da jetzt hochkommen? Nein. Das wollen sie jetzt echt nicht verlangen. Oh Gott! Ihr Geisteskranken! Alter! Die Starcoin ist ja mal fies versteckt. Holy moly, aber die ist auch gar nicht mal so einfach zu bekommen. Also, da muss ich jetzt wirklich sagen, Respekt, Nintendo. Also, wirklich, wow. Die war echt gemein. Kann man da rein? Ah, ne, die schießen nur nach oben. Alles da. Was ist denn hier oben? Aber ich bin echt froh, dass ich wieder aufnehmen kann. Und der ganze Blocki umbidubidubidubi. Und kann ich jetzt endlich mal irgendwas davon treffen? Hallo? Ich treffe fast gar nichts. Oh mein Gott. Ah, scheiße. Komm schon. Ein bisschen jetzt. Ah, jetzt haben wir einen Lauf. Jetzt haben wir einen Lauf. Oh, da kam noch ein One-Up. Also jetzt haben wir... Ja. Jetzt ist es doch eigentlich ganz gut, oder? Sag mal, da ist am Rücken. Da ist eigentlich nur ein Rhythmus, den man haben muss. Und dann hat man es eigentlich. Und noch dieses One-Up scheiße ich jetzt, weil ich habe keinen Bock, jetzt runterzufallen. So, 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 so. Oh, Mann. Hätte es verpasst, leider. Aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und wo komme ich jetzt wieder runter? Ach, da. Alles klar. So, rein da. Hui! Ich hoffe, sie haben dadurch jetzt nicht das zweite Starcoin verpasst, weil das könnte ich jetzt echt zutrauen. Den Entwicklern, weil wenn die erste Starcoin schon zu fies ist, ja, wir hätten die zweite Starcoin verpasst. Wie gemein. Alter, die Entwickler holen hier die linken Tricks raus hier. Meine Güte. Also, das sind echt linke Tricks, Entwicklerchen. Das ist gemein. Aber zum Glück durchschauen wir sie. So. Wo ist denn jetzt die letzte Starcoin? Weil die, ab hier ist es wieder komplett blind, weil weiter habe ich nicht gespielt. So privat, also bei den versuchten Aufnahmen. Weiter habe ich echt nicht spielen können, weil ich es immer wieder abgebrochen habe und so und Aber wo war denn die letzte Starcoin? Hier ist die Starcoin. Und ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Oh mein Gott! Ja. Und war davon nicht irgendwo ein Stern-Power-Up oder so? Weil ich meine, ich habe ja oben vorne einen Stern gesehen, aber anscheinend nicht. Hm, komisch. Und, Alter, ich muss wirklich sagen, mein Skill hat sich enorm erhöht. What the fuck? Weil, wir sind ja ohne ein Death bis jetzt durch. Wir haben 3 Level ohne ein Tod. Neuer Rekord! Yes! Also, das kann nicht jeder von sich behaupten. Und jetzt sind wir auch schon beim Turm. Nice. Also, es geht echt zügig, weil wir sind jetzt schon beim Tower und haben erst 10 Minuten. Ich kann mich wirklich beklagen und hier sind die Stachelkoks. Oh, Mama Mia. Also, Bowser. Ich weiß, Peach gibt dir immer wieder einen Korb und so, aber musst du das wirklich an deiner Burg auslassen? Weißt du, ganz ehrlich, Alter, das war knapp. Das sieht jetzt echt wirklich aus. Ich weiß, es sagt Nintendo auch immer, aber es ist irgendwie so. Und, oh Gott! Nein! No! Oh. Ich hatte so spät gesehen, dass da die Starcoin ist und das. Okay, das war jetzt komplett Eigenschuld. Das war jetzt richtig dumm von meinerseits. Und ich kann hier nicht die Feuerblume einsetzen, weil... Jetzt hat aber...
Glockentrocken, komm mal her. Ich brauch dich. Yes. Ich brauch dich hier auch nochmal, weil hier ist bestimmt auch noch eine Feuerblume drin. Nice. Und, huje. Das war jetzt knapp. Aber Feuerblume ist wirklich drin gewesen. Weil ich möchte ja schön mit vielen Feuerblümchen hier durchkommen. Oh Gott. Oh nein. Hier hat man ja null Platz. Oh. Oh Mann. Alter. Okay, jetzt finde ich, übertreiben sie es ein bisschen. Nein. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, wir kommen nicht ohne Fail durch. Das lief so gut am Anfang. Es lief so gut. Es lief einfach zu gut, um es wahr zu haben. Ey. So, Feuerblume, nimm mal mit. Und verlieren sie instant durch Dummheit. Ey. Wie konnte ich so dumm sein und die dadurch verlieren? Das war richtig dämlich. Aber schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell! Uah! Alter. Ich habe es erst gedacht, der kommt jetzt schon, aber anscheinend nicht, aber... Und warten. Jetzt hat. Ja. Perfekt. So, hoch da. Yeah. Und, Secret Feuerblume, alles klar. Uns fehlen noch aber ganze zwei Starcoins, aber ich dachte mir schon, das kann nicht das Ende sein. Aber ist hier irgendwo ein Safe-Punkt? Weil es kann ja nicht sein. Dass hier nirgendwo ein Safe-Punkt ist, von den Stachelcocks. Boah! Ist mir egal. Also, das war knapp. Also, das haben wir eigentlich ganz gut lösen können. Und, hallihallo, was haben wir hier da oben? Da oben ist bestimmt die Starcoin, die letzte. Und hoch mit dir, Mario. Oh ja. Oh ja. Oh Mann. Komm schon. Nein. Komm, Mario. Jetzt geht er hoch. Nein. Hä? Komm schon. Hoch mit dir. Komm schon, Mario. Jetzt geht er hoch, Mann. Ja. Oh mein Gott. Geht doch. Mann. Mein lieber Scholli, ey. Und ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Oh Gott. Ducken. Ey, ich hab mich doch geduckt. So eine Verarsche. Okay. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Alle Starcoins, nur ein Fail aktuell. Ich kann mich nicht beklagen. Oh, One-Up. Ich dachte mir schon so, hey, was kam da jetzt raus? Wenn es eine Feuerblume gewesen wäre, ich wäre ausgerastet. Aber jetzt sind wir beim Bowser Junior Fight. Komm schon. Ich mach mal, es ist einfach so kalt. Bam. Keine Chance. Also wäre das in dem Tempo echt weitergehen, können wir den größten der Welt schon in diesem Part abschließen. Das wäre awesome. Also dann könnte ich mich wirklich überhaupt nicht beklagen. Also, was will man dann mehr, so in dem Sinn? Natürlich speichern. So. Machen wir dich auch noch schnell auf. Batz. Weil ich habe es auch in den letzten Offscreen natürlich ein bisschen die Pilzhäuser abgeklappert und die aufgemacht. Weil es gehört natürlich auch zu den 100% alles Münzen auszugeben. Ich glaube, ein Stern fürs Beenden des Spiels. Ein anderer Stern für alles Stark. Nein, die Starcoins tragen zu einem anderen Stern bei. Und ein Stern alles Starcoins. Obwohl, warte mal, bin ich jetzt komplett bescheuert? Warte, ein Stern war... Okay. Ich laber gerade eine Scheiße. Ich habe gerade keine Ahnung, das schaue ich danach. Oder blendet es euch am besten mit einer Textbox so in dem Sinn ein, was jetzt welcher Stern wert war und ja. Obwohl, nee, das wäre auch blöd, wenn wir es so machen. Wisst ihr was, ich schaue das in dem Part nach und erzähle es dann am Anfang des nächsten Parts einfach. Und okay, wo sind wir denn hier jetzt schon gelandet? Baba. So, schön die Münzen einsammeln und noch ein One-Up einkassieren und ja, ganz schön kleiner Bonus. Aber ich habe die Befürchtung, irgendeiner Röhre ist was drin. Und okay, das ist Starcoin. Warte. Das müsste dann die... Nein! Die Röhre sein oder die? Hä? Oder doch die einfach gleich? Ja, einfach gleich die. Alles klar. Okay. Weil die sammeln eigentlich danach aus, als wäre das die nächste Röhre, eine Röhre weiter. Aber anscheinend nicht. Und du verzieh dich eigentlich mal, damit ich da reinkomme.
Aber ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Das wird so ein richtig kleines Röhrenrätsel hier. Aber ich würde gerne einen Pilz nehmen. Dankeschön. Wow, das war knapp. Oh, natürlich. Und hier ist nichts. Alles klar. Weil ich habe gedacht, hier ist vielleicht der Weh. Hä? Mario, warum springst du nicht? Alles klar. Okay, ich schneide euch den Weg bis dahin, weil das war jetzt echt nicht spektakulär, was man nochmal zeigen müsste. Also bis gleich. Okay, bin jetzt wieder an der Stelle. Aber ich möchte jetzt hier gern ohne Fail durchkommen, aber jetzt haben wir wenigstens im Gegensatz zu davor. Oh, Mann, die Feuerblume. Da oben war ja nichts. Aber hier geht's weiter. So, hoch mit dir. Ich mich wundert's wirklich, wo, wie komme ich zur dritten Starcoin? Und dieser kleine Lappen. Nein! Oh mein Gott! Ich habe es ganz so spät realisiert, dass ich gerade runterfalle. Alter! Komm her, Mann! Du Lappen! Alter! Wie ich immer predikte, dass er jetzt da hingeht. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich möchte den triggern! Oder so. Okay, dann stirbt er als hilflos. Aber okay. Oder wehrlos, besser gesagt. Aber wie komme ich jetzt zur dritten Starcoin noch? Das wundert mich gerade ein bisschen. Okay, da ist nichts. Weil ich glaube, jetzt kommt es drauf an, wo wir lang gehen. Weil dieses Level ist echt konfus aufgebaut, muss ich sagen. Sehr konfus sogar. Da rein kann ich nicht, alles klar. Gehen wir da mal hoch. Da rein komme ich auch nicht. Da rein komme ich auch nicht. Und das ist der Ausgang. Hä? Komisch, wartet. Weil das wundert mich jetzt wirklich. Wo zum Geier? Ah, oh Gott. Habt ihr das gesehen? Das war mehrfach gerade knapp. Aber wo ist die Starcoin? Aber zurück kann ich auch nicht, ne? Okay, dann beenden wir einfach das Level. Und ich schneide euch dann die Starcoin am Ende rein, weil das wundert mich jetzt gerade wirklich, wo die ist. Komisch. Sehr komisch sogar. So, und easy going gekillt. Nice. So, rein da. Ja, ich würde sagen, das war's mal heute mit dem Part. Etwas kürzerer, aber chilliger. Und mehr, wo mein Skin mal bewiesen wurde, Part. Shut no fail. Und wir sehen uns dann das nächste Mal in New Super Mario Bros. CS. Ciao.